So, guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ich darf euch begrüßen. Ich darf euch auch begrüßen, die ihr zuschaut am Livestream oder später. Herzlich willkommen. So, es sind noch ganz viele Plätze frei. Ihr könnt euch alle mal einen Platz suchen. Dann geht's los. Während ihr da noch so unterwegs seid, ich möchte euch gleich noch mal darauf hinweisen, die Kinder, also die kleineren Kinder, die noch nicht in der Schule sind, wenn ihr die in den Kinderdienst bringt, dann bitte jetzt oder nach dem Lobpreis, weil sonst stört das auch. Oder ihr schaut, ob da gerade Programm ist oder sowas, dass ihr da nicht stört, wenn ihr dann da reinplatzt. So. Und ich habe so gedacht, wisst ihr, warum ihr hier seid heute Morgen? Ja, okay. Okay, Jesus ist nach seiner Gewohnheit gegangen, jeden Sonntag oder jeden Sabbat, war ja kein Sonntag, wahrscheinlich nicht, in den Tempel. Es ist eine sehr gute Gewohnheit, aber es soll nicht nur so eine Gewohnheit sein. Man kennt das ja auch so, ich kenne das so, manche Leute, na, die gehen halt immer noch in die Kirche, weil die Leute halt gucken. Das machen wir nicht. Die Leute gucken und weil es sich so gehört und weil es halt dazugehört und das irgendwie so ein schönes Ritual ist, das machen wir nicht. Wir kommen, um Jesus zu begegnen. Amen. Und ich habe gedacht, was ganz wichtig ist, wie begegnen wir Jesus? Wie begegnen wir dem Vater? Wie können wir kommen? Wir kommen, weil Jesus sein Blut vergossen hat für uns, nicht weil wir so toll sind. Ich habe neulich was gehört, habe ich gedacht, finde ich so niedlich. Jesus, natürlich, der kommt zum Vater und der Vater sagt, ja, so kommen meine Arme und so. Und Jesus hat so einen Mantel an und in dem Mantel, da macht er die Tasche auf und sagt, oh, ich habe jemand mitgebracht. Also, so können wir kommen in Jesus durch sein Blut und nicht, weil wir uns jetzt toll fühlen, weil wir gerade alles super gut gemacht haben, sondern weil Jesus uns den Weg frei gemacht hat, weil er für uns gestorben ist, weil er sein Blut vergossen hat. Und das lesen wir auch im Wort immer wieder. Der Weg ist frei durch sein Blut. Wir sind besprengt mit seinem Blut an unseren Herzen. Und wenn du jetzt hier bist und du fühlst dich immer noch schlecht, weil irgendwas doof war, dann bring es ihm, lass es los und dann komm in seine Gegenwart. Dann ist es gut. Dann lass es einfach los, gib ihm das. Herr, und wir danken dir jetzt, dass wir hier kommen dürfen in deine Gegenwart, Herr Jesus, durch dein kostbares Blut. Danke, dass du den Weg freigemacht hast, ins Allerheiligste, dass wir kommen dürfen, Herr. Und dass wir jederzeit kommen dürfen. Und danke, Herr, dass du hier bist. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du hier Raum hast. Du sollst hier tun, was immer du möchtest, an unseren Herzen, an unseren auch, wenn wir körperlich Dinge haben, wenn wir in unserer Seele noch Schmerzen haben oder noch Heilung brauchen, ja, tu, was immer du möchtest. Und wir sind hier wegen dir, Jesus. Wir geben dir die Ehre, wir wollen dich anbeten und dich anschauen. Und David sagt im Psalm 27, dass ganz viel Feindschaft, Bedränger, die ihn umbringen wollen und Krieg und Mord und Bedrohung, er sagt sogar, die wollen mein Fleisch fressen. Und inmitten dem allen sagt er, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn immer, um anzuschauen die Schönheit oder die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinen Tempel. Und wenn David das kann, wie viel mehr, weil David hatte ja das noch nicht, diesen Zugang, so wie wir das jetzt kennen, wie viel mehr wir. Und so kommen wir jetzt in die Anbetung, in den Lobpreis. Lass uns Jesus echt begegnen, ihm die Ehre geben. Amen. Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wir möchten jetzt, wie schon angekündigt, mit dem Lobpreis starten. Dafür dürft ihr gern aufstehen und ja, einfach unseren Gott preisen. Speed and you have
die Sonne scheint oder Regen fällt, du bist gut, du bist gut. Das ist mein Herzensschrei, alles soll es werden. Dafür wollen wir dich loben und preisen, dass du immer gut zu uns bist. Egal was kommt, egal was war. Auf dich ist einfach Verlass. Und ja, Herr, wir danken dir, dass du immer bleibst, wer du bist und dass du dich nicht veränderst. Aber dass wir uns einfach durch dich verändern lassen, dass wir näher zu dir kommen dürfen, dass wir uns verändern lassen dürfen. Du bist einfach herrlich, du bist groß und wir möchten einfach unserem Gott die Ehre geben. Sein Name sei hoch erhöht. Lasst euch einfach verändern und lieben von dem Gott, der euch alles gegeben hat, der alles hingegeben hat, und gebt einfach ihm die Ehre. Auf den
Ich will leben, Herr, ganz in deinem
jetzt einfach im nächsten Lied heißt. Legt einfach vor ihm alles ab, er hat alles aufgegeben und uns errettet. Egal wie groß oder klein einfach das ist, was im Weg steht zwischen uns und Gott, legt es einfach ab. Und wenn ihr Heilung braucht, bittet um Heilung. Wenn ihr um Freude bittet, bittet um Freude. Er ist ein guter Vater. Through it all, my eyes are on you.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du den höchsten Preis für uns bezahlt hast. Danke, Herr, dass wir dein Eigen sein dürfen, Herr, dass wir dir gehören, Herr. Und du hast diesen Preis bezahlt, Herr. Danke dafür. Danke, dass du gut mit uns meinst, Herr, dass du gut mit uns bist. Danke, Jesus. Und die Schulkinder können jetzt auch in ihren Kindergottesdienst gehen mit Lena und Juri, die sind schon da hinten. Und Herr, wir danken dir so sehr. Wir danken dir für die, die einfach diesen Dienst machen, Herr. Und wir bitten dich, dass du sie ganz besonders nochmal berührst und segnest, Herr. Und dass die Kinder eine total gute Zeit haben mit dir, Herr. Miteinander, Herr, dass wirklich Freundschaften entstehen. Die halten, Herr, und dass du dieses Fundament baust, Herr. Dass du dieses Fundament tief baust, Herr, in ihrem Leben, Herr, was immer auch kommt, Herr, dass sie auf diesem Fundament stehen, Herr. Dass du das jetzt aufrichtest. Das letzte Lied, was wir jetzt gesungen haben, es hat mich total berührt, weil ich habe schon seit mehreren Wochen so auf dem Herzen, eine Bibelstelle heute vorzulesen. Ich habe immer gedacht, na, soll ich schon vorher sagen? Nein, heute, wenn ich hier bin. Und diese Stelle, die gibt es in mehreren Evangelien. Ich möchte euch vorlesen aus Markus 4. Und da geht es darum, um die Stillung des Sturms, steht da drüber. Ich lese das mal in der Bibel vor, genau. Markus 4, Abvers 35. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, also zu den Jüngern, weil Jesus, die waren da unterwegs, haben gedient. Und als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und ich hatte einfach diesen Eindruck, dass es oft so ist, genauso mit uns. Wir sitzen in diesem Boot und dann kommt Sturm und wir fangen an, ich stelle mir so vor, und du ruderst und ruderst und ruderst und schöpfst das Wasser raus. Und es wird immer bedrohlicher und immer beängstigender. Und du schöpfst dieses Wasser raus. Und irgendwann, wie bei den Jüngern auch, dann kommen sie drauf, auch Jesus ist ja auch da. Und dann gehen sie hin und sagen, Jesus, bekümmere dich das überhaupt nicht, dass wir untergehen. Aber was hat Jesus am Anfang gesagt? Könnt ihr nochmal die ganze Stelle nochmal zeigen? Er hat gesagt, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Also hat Jesus gesagt, unterwegs gehen wir unter, wir fahren zum anderen Ufer. Also gehe ich doch davon aus, kann man jetzt so locker sagen, aber ich komme auch drüben an, oder? Das haben die Jünger vergessen in dem Moment. Es kam der Sturm, es kam der Wind, es kam die bedrohliche Situation und sie haben so reagiert, wie wir fast immer alle reagieren. Also ich, du fängst an und ruderst und paddelst und schöpfst und dann fällt dir ein, oh, da ist doch noch was anderes gewesen und dann gehen sie zu Jesus. Und das wollte ich euch echt so zusprechen, ihr habt das so auf dem Herzen, wenn Situationen kommen, bitte erinnert euch daran, Jesus ist immer mit in deinem Boot, egal wie du bist, wo du bist, egal wie es aussieht um dich rum, Jesus ist in deinem Boot mit dabei, er ist immer da. Und
Er hat gesagt, du kommst drüben an, also kommst du drüben an. Amen. Ja. Und wir alle, die wir hier sind, wenn du Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, du wirst ankommen. Du wirst auf jeden Fall ankommen. Wir werden ankommen bei ihm. Und er ist dabei. Er ist in unserem Boot. Amen. Und dann, wir haben ja diese prophetische Gruppe. Da waren noch zwei Worte da. Und ich muss das noch aufmachen. Das erste Wort, ich musste echt ein bisschen lachen, weil da kam, ich lese euch ein bisschen vor, ein bisschen erkläre ich es auch, als ich den Heiligen Geist frage, was möchtest du der Gemeinde sagen, kam dieses Wort, ich kann es nicht aussprechen, Okupu, Okupi, okay, wie wird es ausgesprochen? Okupi, kann es mal sehen. Okay, aber es ist wichtig, nicht wie es jetzt heißt, müsst ihr euch auch nicht merken, aber dieses Wort bedeutet besetzen, bewohnen, einnehmen und beanspruchen. Und dann kam mir dieses Lied in den Sinn. Also hat jemand geschrieben in die prophetische Gruppe. Ein Lied, vielleicht kennt ihr das. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt und lass dein Leben vor ihm sein, sodass der Herr sich dran freut. Lass mich sein, ein Bote deines Friedens, dass die Welt in mir die Liebe Gottes sieht. Es gibt ein Land, das Gott uns zum Erbe gegeben hat. Also dieses Lied erst, ne? Und dieses Land, das wir einnehmen sollen. Und wo Elia auch einmal sagt, der Prophet Elia, wo eine Konfrontation gibt mit anderen Propheten, also falsche Propheten, das sagte zum Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten, ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Und dass wir einfach diese Entscheidung treffen, unser Leben so zu leben, dass Gott sich dran freut. Und ich finde immer, das ist eigentlich eine ganz logische Reaktion, dass wir unser Leben so leben wollen, dass Gott sich dann freut. Er hat ja schließlich bezahlt. Ich sage mal, Herr, du hast für mich bezahlt. Und dass das nicht aus Druck kommt, sondern aus einer Dankbarkeit heraus, dass wir ihm einfach lieben und ihm dadurch dienen. Und dann kam noch ein Wort, dass jemand da ist, der immer sagt, ich habe ständig Anfechtungen, also ich werde ständig angegriffen, Feind ficht mich an und ich muss immer kämpfen und es ist schwer und fängt dann an, mit dem Feind zu diskutieren und ihn zu bedrohen. Und das Wort ist so, dass es einfach, sage jetzt mal, die falsche Strategie ist, dass wir nicht den Feind ansprechen sollen, also manchmal schon auch, aber in dem Fall für diese Person, sondern dass da ein Problem ist, dass dein Fleisch aufbegehrt. Also das Fleisch bedeutet ja unser alter Mensch, also das, was unsere alte Natur immer noch ist. Und dass das ständig aufbegehrt, weil du immer noch da drin lebst, in diesem Alten. Und einfach alles aus deiner eigenen Kraft tun willst. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu sortieren, genau. Und du sagst, ich brauche niemand, ich kann das. Und die Aufforderung ist jetzt, dass du mal innehältst und zum Herrn einfach gehst und dass der Herr dir hilft und nicht du selber. Ich meine, das passt auch zu dem Wort, was ich da hatte, sondern wir sollen beim Herrn unsere Hilfe suchen und nicht aus uns selber herauskämpfen. Amen. Jawohl, er ist im Boot, er ist immer da. Und wenn Sturm kommt, schau dich den Sturm an, erinnere dich dran, hör auf selber zu schöpfen, geh zu Jesus. So, und jetzt habe ich noch ein paar Ansagen. Am Mittwoch geht ja die Renate und noch ein paar Helfer möchten wir ins Pflegeheim gehen am Wasserturm. Und da feiern wir, das ist Erntedank, ne? Renate, da wollen wir feiern. Und das haben wir früher auch schon öfter gemacht. Und den alten Menschen, die da leben, einfach auf eine ganz besondere Art und Weise dienen. Also mit Lobpreis, auch mit dem Wort. Aber was auch ganz wichtig ist, einen schönen Rahmen zu schaffen. Und dass wir schöne Kuchen backen, dann schön dekorieren und die einfach da wirklich ganz fürstlich bewirten. Und wenn du das noch kannst und Zeit auch hast, wäre das echt schön. Du kannst einen Kuchen bringen, aber bitte keinen trockenen, irgendwie so 0815 Kuchen. Ich denke mal, ich habe selber schon im Altenheim gearbeitet, wie das ist. Den kriegst du jeden Tag. Oder Kekse, wir wollen das richtig schön machen, also mit Torten, mit was wirklich richtig schön ist. Also dann back eine Torte und dann kannst du kommen und mithelfen. Oder zwei oder fünf. Und bitte bei Renate dich melden, Bescheid sagen, das ist Nachmittag. Wann fangen wir an? 14 Uhr. Treffen, dekorieren, schmücken, Kuchen aufschneiden. Und dann
wenn du auch keinen Kuchen backen kannst oder so und du kommst trotzdem dazu. Also es richtet sich jetzt nicht nur an die Frauen, sondern auch an die Männer. Bleibt einfach mit und begleitet die Menschen, setzt euch mit dazu, dass wir einfach da sind, eine schöne Atmosphäre da ist. Und ich muss dran denken, immer wenn es um das Pflegeheim geht, vor vielen Jahren, eine Freundin von mir hatte einmal ein prophetisches Wort. Die hat gesehen, wie ein Baum ist und die Früchte fallen runter, also so ein Apfelbaum. Und die waren zum Teil schon also kurz vorm Verfaulen. Und dann kam jemand mit dem Korb und hat die noch eingesammelt. Und das Wort habe ich da immer, wenn es um die Altenheime geht, das sind alte Menschen, die vielleicht sehr alt schon sind und vielleicht auch verhärtet oder verbittert sind und Jesus noch nicht haben. Und die sind kurz vor ihrem Ende, also das wird nicht mehr noch mal so lange gehen. Und dieses Bild mit diesem Korb, die einzusammeln, dahin zu gehen, zuzuhören, mit denen zu sprechen, von Jesus noch mal zu erzählen, dass die noch geklaut werden im Feind im letzten Moment, das ist echt eine tolle Sache. Also, wenn ihr könnt, geht zu Renate, meldet euch. Genau, am Donnerstag fängt unsere prophetische Schule wieder an. Wir haben das ja schon seit mehreren Jahren jetzt. Dieses Jahr heißt das im Untertitel prophetisches Training, weil wir wollen sehr, sehr praktisch werden. Und diejenigen, die das alle betrifft, die sind alle schon angemeldet. Und jetzt geht es dann richtig los. Ne? Die Ursula ist auch da. Es gibt auch noch für die, die jetzt ihr Buch noch nicht geholt haben, ist ja alles schon bestellt. Das könnt ihr noch abholen, genau. Und dann noch was ganz Schönes. Die Gemeinde ist gewachsen. Wir haben Zuwachs bekommen. Felix und Hanna Pfister haben ihre Tochter jetzt bekommen am Donnerstag. Eine Salome. So, da dürft ihr mal klatschen. Genau. Also ich habe auch die liebe Tante gefragt, Mama, geht es gut soweit? Kind, denke ich auch. Also es ist immer wieder ein großes Wunder, ne, wenn ein Kind geboren wird, das wisst ihr, genau. Und jetzt haben wir einen ganz besonderen Gast heute hier. Ich darf begrüßen heute unseren Pastor, der war auch schon mal hier. Michael Solodovnik. Spricht mir das Michael oder Michael? Okay. Michael, also herzlich willkommen mit seiner Übersetzerin Anna. Ihr dürft schon mal beide nach vorne kommen. Herzlich willkommen. Genau. Und der Michael ist der Papa von der Vera. Also Vera, kennt ihr, wer Vera noch nicht kennt? Die steht manchmal da vorne und dient uns mit einem wunderschönen Lobpreis. Genau, also herzlich willkommen ihr beide. Und ich würde kurz noch einfach beten. Du bekommst das Mikrofon und die Anna bekommt dann meins. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir jetzt für diesen Besuch, Herr, für das Wort, das wir jetzt empfangen dürfen. Und danke, Herr, dass du auch da bist und das Wort, was wir jetzt hören, einfach von dir kommt, Herr, ganz genau von dir. Und dass du jetzt da bist und die Herzen auftust, Herr, dass wir das empfangen können, was du für uns hast. Und dass du zu jedem genau das sprichst, was du möchtest, Herr, was wichtig ist. Und dass es nicht verloren geht, das bete ich jetzt schon, dass der Feind nicht kommen kann und das rauben kann, sondern dass es wirklich aufgeht und Frucht und Leben bringt in uns. Amen. Morgen. Guten Morgen. Я ничего не понимаю в ваших песнях. Ich verstehe gar nichts, was ihr gesungen habt. Но атмосфера хорошая. Aber die Atmosphäre war sehr gut. Я здесь уже не первый раз. Ich bin hier nicht zum ersten Mal. Я из Украины. Ich komme aus der Ukraine. В эту среду в очередной раз был обстрелян ракетами наш город. Und diesen Mittwoch wurden erneut Raketen auf unsere Stadt geworfen. Есть разрушение. Und es gibt viel Zerstörung. Моя жена и сын сильно испугались. Meine Frau und mein Sohn sind sehr erschrocken. Ну, слава Богу, все живы. Aber Gott sei Dank, alle leben. И я хочу сегодня поговорить с вами о счастье. Und ich möchte heute mit euch über das Glück sprechen. Вы знаете, что такое счастье? Wisst ihr, was Glück ist? Есть счастье локальное, маленькое.
Es gibt ein lokales Glück, ein kleines Glück. Для того, кто сидит в тюрьме, счастье – это выйти на свободу. Für die, die im Gefängnis sitzen, ist es das Glück, wieder frei zu kommen. Для голодного – хлеб. Für einen Hungrigen ist das Glück das Brot. Для сироты – родители. Für einen Waisen eben Eltern. Но когда мы говорим в глобальном масштабе, aber wenn wir in einem globalen Maßstab sprechen, когда мы говорим о всей нашей жизни, wenn wir über unser gesamtes Leben sprechen, что такое счастье? Was ist Glück? Я думаю, что счастье, оно многогранно. Ich denke, Glück ist sehr vielzählig. Хочу одну из граней сегодня осветить. Und eins dieser Punkte möchte ich heute ansprechen. Мне понравилось выражение одного умного человека. Mir hat eine Phrase sehr gut gefallen, die ein weiser Mann gesagt hat. Его зовут Олег Ицхоки. Das war Oleg Inzhoki. Он преподаватель в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Er ist ja ein Sprecher in Los Angeles in einer Universität. Доктор философских и экономических наук. Ein Doktor der Philosophie. Да. Кандидат на Нобелевскую премию. Und auch nominiert für den Nobelpreis. У него есть медаль Джонса Бейта Кларка. Er hat auch eine sehr wertvolle Medaille von Clark. И он сказал такую фразу. Und er hat folgende Worte gesagt. Счастье – das Glück – это управлять своим будущим. Ist mit seiner Zukunft, seine Zukunft zu beherrschen. Своей судьбой. Dein Schicksal. Счастье – это когда ты можешь управлять. Das Glück ist, wenn du es lenken kannst. Своей судьбой. Deine Zukunft. Филиппийцам 1 глава. Und in Philippa 1 lesen wir. С 22 стиха. Ab Vers 22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Павел избирает. Paulus erwählt hier. Павел управляет своей жизнью. Er lenkt hier in seinem Leben. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду во всем с вами для вашего же успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем втором к вам пришествии. Soll ich das Ganze nochmal auf Deutsch lesen? Ja. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuschneiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch ist aber nötig um euretwillen. То есть, когда Павел, духовный человек, wenn Paulus, ein geistiger Mensch, способен управлять своей судьбой, fähig ist, sein Schicksal zu leiten, это считается счастливый человек. Dann heißt das, dass ein glücklicher Mensch ist. Если вы внимательно посмотрите на всю его жизнь, und wenn ihr ganz aufmerksam auf sein Leben überblickt, многие из вас, может быть, не захотят такого счастья. Vielleicht werden einige von euch dieses Glück nicht wollen. Его постоянно били. Er wurde ständig его geschlagen. Постоянно гнали. Er wurde ständig verfolgt. Он испытывал кучу неприятностей. Er hat so viel Leid erlitten. Но я уверен, aber ich bin mir sicher, когда мы придем на небеса, wenn wir in den Himmel kommen werden, и мы спросим Павла, und wir Paulus fragen werden, счастлив ли он, bist du glücklich? Я думаю, что он скажет «да». Ich bin mir sicher, sagt ja. Он выполнял то, к чему призван был, er hat das erfüllt, wozu er berufen war. И он выбирал, как это выполнить. Und er hat es auserwählt, wie er das erfüllen kann. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Matthäus Evangelium 8. С 31 стиха. Тогда сказал Иисус к уверовавшим к Нему иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Почему Иисус Христос обратился именно к уверовавшим иудеям? Почему Христос обратился к уверовавшим иудеям? Нет, верс, das ist der falsche Vers. Можете еще раз повторить стих из Библии? Тогда сказал Иисус к уверовавшим к Нему иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, «Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger». Иудеи, они были под рабством закона.
Und die Juden, die waren unter der Knechtschaft des Gesetzes. Но пришел Мессия. Und es kam der Messias. И начал проповедовать свободу. Und hat angefangen von der Freiheit zu predigen. Бог не создал нас рабами. Gott hat uns nicht als Knechte geschaffen. Бог не создал нас марионетками. Er hat uns nicht als Marionetten geschaffen. Мы люди со свободной волей. Wir sind Menschen mit einem freien Willen. С правом выбора. Mit der Wahl etwas eine Entscheidung treffen zu können. И Иисус говорит: «И познаете истину», 32 стих. И истина сделает вас свободными. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Они говорят: «Мы никогда не были рабами». Und sie sagen, wir waren niemals Knechte. Смешно, да? Lustig, oder? Они были рабами всех. Sie waren immer Knechte. Семя Авраамова. Der Same Abrahams. 430 лет Египет. 430 Jahre in Ägypten. 70 лет Вавилон. 70 Jahre in Babylon. И там плюс-минус. Und plus-minus. То филистимляне. Die Philister. То амаликитяне. Die Amalekiter. То моавитяне. Die Moabiter. И они говорят: «Мы никогда не были рабами». Und sie sagen, wir waren nie in Knechtschaft. Я хотел бы сегодня несколько тезисов таких преподать. Und ich möchte ein paar Thesen aufstellen. Первый из них. Die erste. Управлять будущим может только свободный человек. Mit seinem sein Schicksal zu lenken kann nur ein Mensch, der frei ist. Когда евреи были в рабстве Египта, als die Juden in der Knechtschaft von Ägypten waren, как могли они управлять своим будущим? Wie konnten sie ihre Zukunft lenken? Утром вставай. Morgens aufstehen. Работа. Arbeiten. Допоздна. Bis in die Nacht. Поспал. Schlafen. И опять работа. Und wieder arbeiten. Субботы нет. Den Sabbat hatten sie nicht. Воскресенья нет. Sonntag auch nicht. Работа. Immer Arbeit. Они могли надеяться на свободу. Sie konnten nur auf die Freiheit hoffen. Но они не могли управлять. Aber sie haben sie nicht einfach nehmen können. Своим будущим управляют только свободные люди. Und mit seiner Zukunft können nur freie Menschen umgehen. Следующее. Das nächste. Книга Числа, 14 глава, 4 стиха. 4 Mose 14, 4. И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Und sie sagten einer zum anderen: «Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren». Следующий тезис. Die nächste Thesis. Если люди рабы, wenn die Menschen Knechte sind in ihrer Seele, они никогда не смогут быть счастливыми. Können sie niemals glücklich sein. Они не смогут управлять будущим. Sie können ihre Zukunft nicht lenken. Ты спросишь, что такое рабство в душе? Und ihr fragt euch, was ist Knechtschaft in der Seele? Ganz einfach. Я раб комфорта. Ich bin ein Knecht meines Komforts. Я раб хороших условий. Ich bin ein Knecht von guten Bedingungen. Если шикарный стол, wenn ein großgedeckter Tisch счастлив. Ist, bin ich glücklich. Если маленький бутерброд, wenn ich nur ein kleines Brot habe, депрессии. Bin ich depressiv. Если солнце светит, wenn die Sonne scheint, все хорошо. Ist alles gut. Если дождь, und wenn es regnet, мне плохо. Geht's mir schlecht. Я не могу без шашлыка. Ohne ein leckeres Schaschlik. Я не могу без Кока-Колы. Oder ohne leckere Cola kann ich nicht. Могу без мороженого. Ich kann nicht ohne Eis leben. Такие люди не управляют своим будущим. Solche Menschen lenken nicht ihr eigenes Leben. Ты не можешь быть рабом в душе и управлять своим будущим. Du kannst nicht gleichzeitig ein Knecht deiner будущее Seele будет sein потеряно. Und deine Zukunft lenken, denn dadurch geht deine Zukunft kaputt. В книге Числах im vierten Buch Mose пришельцы начали проявлять капризы. Die Ankömmlinge haben angefangen zu meckern. Да. С ними сыны Израилевы сидели и тоже плакали. Mit ihnen saßen die Söhne Israels und haben geweint. Они вышли из рабства. Sie sind aus der Knechtschaft rausgekommen. Их никто не спрашивал. Und niemand hat sie gefragt. Что им хочется? Was ihr wollt? Что они любят? Was mögt ihr? Они просто работали. Sie haben einfach nur gearbeitet. Но вышли на свободу. Und als sie freigekommen sind, у них впереди обетованная земля. Hatten sie vor sich das verheißene Land. Вот оно счастье. Hier ist das Glück. Они туда вошли? Sind sie eingegangen? Нет. Nein. Вышли 603,550 человек. 600,000 Menschen sind ausgegangen. Это только воинов. Und das waren nur die Kriegsleute, die gezählt waren. У каждого ребенок и у каждого жена. Und jeder von ihnen hatte noch eine Frau und vielleicht mehrere Kinder. Это 2 миллиона. Das sind ungefähr 2 Millionen. А там же не по одному ребенку. Und eben nicht nur ein Kind, vielleicht auch noch mehrere Kinder. Больше 3 миллионов людей. Vielleicht 3 Millionen Menschen.
Все умерли в пустыне. Alle gestorben in der Wüste. Были ли они счастливы? Waren sie glücklich? Нет. Nein. То есть рабство никогда не приведет к счастью. Knechtschaft macht euch niemals glücklich. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам. Und Apostel Paulus sagt im Philipperbrief. Умею жить. Ich kann leben. И в достатке. Im Überfluss. И в нужде. Und in Not. Научился всему. Ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zu leben. Это не то, с чем мы рождаемся. Das ist nicht etwas, womit wir geboren werden, это то, чему мы учимся. Das ist das, was wir erlernen. Это то, что приходит в процессе жизни. Das ist das, was wir in unserem Leben erlernen, erarbeiten. Если мы работаем над собой. Wenn wir in uns arbeiten. Следующее. Das nächste. Третье. Истина с небес дает свободу от земного. Die Wahrheit aus dem Himmel macht euch frei von der weltlichen Sache. Мы считаем себя детьми Божьими, zählen wir uns als Kinder Gottes? Но очень часто мы сильно привязаны к земле. Aber warum sind wir dann so oft gefesselt an die Erde? Ко всем наслаждениям земли. Zu all diesen Befriedigungen der Welt. Но Павел говорит, aber Paulus sagt, что если я научился, und Paulus sagt, wenn ich es aber gelernt habe, жить в любых условиях, in allen Lebensnotlagen zu leben, я стал свободным, bin ich frei geworden, чтобы управлять, um zu lenken, чтобы направлять свою жизнь, um mein Leben in die richtige Bahn zu lenken. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 31 стих. 1. Korinther 7, 31. Пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. Und die, die Welt Nutzenden, als Benutzende, sieh sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Никто не говорит, что надо от всего отказаться. Niemand sagt, dass ihr euch jetzt von allem lossagen sollt. Я считаю, что тоже неправильно быть аскетом, но быть ущемленным во всем. Ich denke, es ist auch nicht richtig, wenn man sich einfach einsperrt und von der ganzen Umwelt abriegelt. Wenn du die Möglichkeit hast, nutze das, was du brauchst. Aber binde dich nicht daran. Heute hast du es. Und wenn du es morgen nicht hast, wir haben das oft in der Ukraine. Wir haben ein Haus. Abends haben wir gar kein Haus mehr. Es kommt eine Bombe angeflogen. Eine Rakete. И нету. Und es ist weg. И вопрос, und die Frage ist, свободен ли я, bin ich frei, продолжать жить, weiterhin zu leben, строить свое будущее, meine Zukunft zu bauen, без того, чтобы вот это, что я лишился, чтобы это не отравляло мою жизнь. Ohne dass das, was ich verloren habe, mein Leben und mein Herz vergiftet. Павел говорит в послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Im 2. Korintherbrief 5, 1. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus im Himmel. Павел, он живет и творит свое будущее. Paulus lebt und er erbaut seine Zukunft. Независимо от обстоятельств. Unabhängig von den Lebensumständen. У него ситуации были сложные. Er hatte so schwierige Lebenslagen. Но он продолжал. Aber er hat weitergemacht. И в конце сказал. Und am Ende hat er gesagt. Течение совершил. Ich habe alles vollbracht. И веру сохранил. Und habe den Glauben bewahrt. А теперь мне готовится награда. Und jetzt bekomme ich einen Lohn im Himmel. А теперь у меня есть будущее. Und jetzt habe ich eine Zukunft. На небесах. Im Himmel. И не какое-то серенькое. Und nicht irgendwas Graues, Mattes. Это будет благословенная жизнь. Das wird etwas Großartiges, Gesegnetes. Давид управляет своей жизнью. David lenkte sein Leben. Он выходит против Голиафа. Er stellt sich Goliath entgegen. И говорит Саулу. Und sagt zu Saul. Я пойду и я сделаю. Ich gehe und ich werde ihn besiegen. Я умею. Ich kann es. Мне страшно. Ich habe Angst. Но я пойду. Aber ich gehe. Вот. Саул не управляет своей жизнью. Saul hat sein Leben nicht gelenkt. Ни в течение жизни, nicht im Laufe seines Lebens, ни в конце. Nicht am Ende seines в конце Lebens. Он обратился к волшебнице. Am Ende hat er sogar Sünde begangen und ging zu Wahrsagern. Вы знаете, чем закончилось. Und ihr wisst, wie sein Leben geendet hat. В процессе жизни, im Laufe seines Lebens, он высказал признание Давиду,
hat er sich David bekannt, als David ihn schon zum zweiten Mal gnädig ihm gegenüber war. Hat er zu David gesagt, du bist ein guter Mensch. Und ich habe falsch mit dir gehandelt. Und weiterhin hat er gesagt, ich habe viel gesündigt. Wenn der Mensch in diesem ständigen Zustand der Sünde ist, in diesen fleischlichen Lüsten, wenn er ein Knecht seines eigenen Charakters ist, kann er seine Zukunft nicht bauen. Er kann nicht glücklich sein. Und wenn du Gott nicht dienst, wenn du nicht mit Gott bist, ты своего будущего не избираешь. Kannst du deine Zukunft nicht erwählen. Его изберут другие вместо тебя. Andere werden es für dich erwählen. И это будет не лучшее будущее. Und das wird nicht das Beste sein für dich. Я какое-то время преподавал экономику в общественных организациях. Ich habe eine Zeit lang Wirtschaft gelehrt in verschiedenen Organisationen. Есть такой закон в бизнесе. Und es gibt so ein Gesetz im Business. Контракт, подписанный во время переговоров, потерянный контракт. Ein Vertrag, der während des Gespräches unterzeichnet ist, ist ein verlorener Vertrag. Когда тебе подсовывают контракт, wenn man dir einen Vertrag zureicht, там твоей прибыли нет. Hast du davon keinen Nutzen. Там интерес только тех, которые тебе предлагают. Da steht nur der Nutzen für den, der dir den Vertrag gibt. И если ты сразу подписал, und wenn du ihn gleich unterschreibst, ты будешь работать бесплатно. Wirst du wie umsonst arbeiten. Когда ты не избираешь своего будущего, wenn du deine Zukunft nicht selbst его избирают wählen kannst, другие, werden andere es für dich erwählen. И его изберут так, und es wird für dich so gewählt чтобы werden, было хорошо им, dass es gut für andere ist, а не тебе. Und nicht für dich. Когда мать, которой 65 лет. Wenn eine Mutter, die schon 65 Jahre alt ist, против, чтобы дочь в 40 лет вышла замуж, es einen Einwand hat, dass ihre 40-jährige Tochter heiratet, она не за дочь переживает. Macht sie sich nicht die Sorge она um ihre хочет Tochter, жить одна. Sie will einfach nicht alleine leben. То есть, понимаете, когда тебе навязывают что-то, wisst ihr, wenn man dir etwas andreht, это уже никогда не будет счастьем. Dann ist das niemals ein Glück für dich. Аминь. Amen. То есть мы должны понимать, что служение Богу, wir müssen verstehen, dass der Dienst für оно Gott, позволяет мне стать счастливым человеком. Es erlaubt mir, ein glücklicher Mensch zu werden. Но когда я что-то делаю, wenn ich etwas tue dafür. Следующий тезис. Und die nächste These? Хороший образ будущего – это когда на него можно положиться. Eine gute Zukunft ist eine Zukunft, auf die du dich verlassen kannst. Это когда на будущее можно рассчитывать. Wenn du darauf, damit rechnen kannst, dass es so läuft. Когда ты что-то видишь впереди. Wenn du etwas vor Augen hast. Что-то положительное. Etwas Positives. Второе послание Петра. Zweiter Petrus. Первая глава с 10 стиха. Kapitel 1, ab Vers 10 bis 14. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, таким так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы знаете и утверждены в настоящей истине. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals staucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Apostel Петр, он управляет своим будущим. Apostel Petrus hat seine Zukunft gesteuert. Und сам выбирает, куда он идет и что он делает. Er erwählt selbst, was er tut und wo er hingeht. И он говорит своим последователям. Und er sagt seinen Nachfolgern. Это же глава с 5 стиха. Derselbe Kapitel ab Vers 5. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, ну и так далее. В ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза и забыл обо всем. Ich gebe es mit eigenen Worten wieder. Wer darin ausharrt, der soll
Ach, da haben wir es. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Мы должны работать над собой. Wir müssen an uns selbst arbeiten. Для того, чтобы управлять своим будущим, ты должен научиться управлять своим характером. Um deine Zukunft lenken zu können, musst du erst mal lernen, mit deinem eigenen Charakter klarzukommen und ihn zu lenken. Иначе счастливым ты не будешь. Ansonsten kannst du nicht glücklich werden. Хорошее будущее начинается с правильного выбора. Eine gute Zukunft beginnt mit einer guten Wahl. Книга Второзакония, 30 глава, с 19 стиха. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение или проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил и потомство твое, и любил Бога твоего, и слушал его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». 5 Мозе 30, 19. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Правильный выбор. Die richtige Wahl определит твой успех. Wird deinen Erfolg klar machen. Мы всегда выбираем. Wir haben immer die Wahl. И выбор приведет тебя к чему-то. Und diese Wahl wird dich immer zu irgendetwas bringen. Вот здесь Бог говорит конкретно. Hier sagt Gott ganz konkret, что когда ты будешь прилепляться к Господу, wenn du dich an Gott hängst, в этом твоя жизнь. Wirst du darin Leben finden. Слово «жизнь» und das Wort «Leben» это несколько иначе, чем существование. Ist etwas anderes als einfach nur zu existieren. Вечно в нужде, ständig in Nöten, вечных проблемах, ständig in Problemen, болею, Krankheiten, аптека, Apotheken. Меня никто не любит. Keiner liebt mich. Мне негде жить. Ich habe kein Мне Haus. Плохо. Mir geht's schlecht. Когда все закончится? Wann ist das endlich vorbei? Послушай, жизнь Leben. Это когда все. Leben ist, wenn alles da ist. Когда ты доволен. Wenn du glücklich bist. Жизнь и долгота дней. Das Leben und die Länge deiner Tage. Вот если тебе сегодня 20 лет, wenn du heute zum Beispiel 20 bist, и тебе сказать, что тебе осталось жить 3 года, und wenn man dir sagt, du hast noch 3 Jahre zu leben, ты проживешь 3 года счастливо? Wirst du 3 Jahre glücklich leben? Ты постоянно будешь смотреть на часы и на календарь. Du wirst ständig auf den Kalender schauen. Ты будешь переживать. Du wirst Sorge haben. Жизнь и долгота дней. Das Leben und die Länge deiner Tage. Есть только 5 человек в Библии, es gibt nur 5 Menschen in der Bibel, которые прожили насыщенную жизнь. Die ein erfülltes Leben gelebt haben. Авраам, Abraham, Исаак, Исаак, Иаков нет. Jakob nicht. Вот бедняга. Schade. Он страдал. Er hat gelitten. Вечно обманывал. Hat ständig gelogen. Потом его обманывали. Und andere haben ihn auch belogen. David прожил насыщенную жизнь. David hatte ein erfülltes Leben. Иов прожил насыщенную жизнь. Hiob. И один священник. Und ein Priester. Иодай. Иодай священник. Иодай, ich weiß nicht, wie der Name im Deutschen ist. Да. Иодай. Вот. Все, все остальные, за остальных не сказано. Und über alle anderen ist они, nicht darüber geschrieben worden. Они прожили долгую жизнь. Sie hatten ein langes Leben. И насыщенную жизнь. Und ein erfülltes Leben. Твоя насыщенная жизнь und dein erfülltes Leben в том, чтобы выбрать пути Божьи, besteht darin, Gottes Wege zu erwählen, а не пути человеческие. Und nicht die fleischlichen. Послушайте, особенно молодежь. Ihr Jugendlichen vor allem, hört mir zu. Своего Голиафа надо убивать в молодости. Diesen Goliath müsst ihr in eurer Jugend schon besiegen. Не надо в 60 лет. Ihr müsst nicht im Alter von 60 Jahren versuchen, Goliath zu töten. Его надо убивать в 20. Ihr müsst ihn im Alter von 20 schon töten. Если ты все время тянешься к заднему ряду, und wenn du immer wieder versuchst, die hintersten Plätze einzunehmen, вряд ли ты наберешься сил,
wirst du wahrscheinlich nicht genug Kraft haben, rechtzeitig Goliath zu töten. Нужно двигаться, надо любить Бога. Ihr müsst euch voran bewegen, ihr müsst Gott lieben. Последний тезис, о котором я хотел бы сказать, но немножко обширно. Und die letzte These ist ein bisschen breiter gefächert. Когда говорят об успешной жизни в этом мире, wenn man in dieser Welt von einem erfolgreichen Leben то spricht, вопрос звучит, куда? So ist die Frage immer, wohin? Куда ты поступаешь? Wohin gehst du? Кем ты хочешь стать? Wer wirst du? Куда ты направляешься? In welche Richtung möchtest du mal Чем gehen? Будешь заниматься? Was möchtest du mal machen? Когда мы говорим о Царстве Божьем, wenn wir aber vom Reich Gottes то sprechen, основной вопрос ist die wichtigste Frage в будущем für die Zukunft. Это с кем? Mit wem? С кем? Mit wem? Если с Богом, wenn mit Gott, то да. Dann ja. А если нет? Und wenn nicht, значит нет. Dann eben nicht. В мире куда? In der Welt die Frage, wohin? А в Царстве Божьем с кем? Und im Reich Gottes, mit wem? Мне нравится одна женщина. Mir gefällt eine gewisse Frau. Она хорошая женщина. Sie ist eine tolle Frau. Я с ней не знаком. Ich kenne sie persönlich nicht. Но в вечности у нас будет время. Aber in der Ewigkeit haben wir Zeit, einander kennenzulernen. Это Руф. Das ist Ruth. Руф, первая глава, с 16 стиха. Erstes Kapitel in Ruth, Vers 16. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда пойду и я. Где будешь жить, там буду жить и я. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там умру я, и погребена будет. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает, если смерть одна разлучит меня с тобой. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mit dir Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Мы поговорим немножко больше о Руфе, но пару минут за Давида. Wir sprechen noch weiterhin über Ruth, aber erstmal noch kurz ein paar Minuten говорим, zu David. Не куда, а с кем. Wir sagen nicht wohin, sondern mit wem. David был счастливым человеком. David war ein glücklicher Mensch. И при жизни счастлив. Während er gelebt hat. И насыщенную жизнь прожил. Hat ein erfülltes Leben gehabt. Я думаю, что ему на небесах хорошо. Und ich denke, im Himmel geht's ihm auch sehr gut. И когда ему было трудно. Und als er Schwierigkeiten hatte. Псалом 62. Psalm 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. 62-й псалом, первый глава. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. David находится в пустыне. David befindet sich in der Wüste. И все, чего он хочет, und alles, was er will, присутствие Божьего, ist die Anwesenheit Gottes. Он не просит мягкую постель. Er bittet nicht, ein weiches Bett zu bekommen. Он не просит вкусной еды. Er sagt nicht, dass er leckeres Essen will. Он не просит, чтобы рядом была мама. Er sagt nicht, dass seine Mutter in der Nähe sein Он говорит, sollte. Главное – Господь. Er sagt, das Wichtigste ist Gott. Если Бог будет рядом, wenn Gott mit mir ist, больше ничего не надо. Brauche ich nichts mehr. В той церкви, в которой я вырастал, in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, мы пели такую песню. Haben wir folgendes Lied gesungen. И раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом. Раем, рай. Ah, und die, selbst die Wüste sieht nach dem Paradies aus, wenn ich mit Jesus bin. То есть, если я в хороших отношениях со Христом, то самые плохие обстоятельства для меня вообще ничего не значат. Das heißt, wenn ich in einem guten Verhältnis mit Christus bin, ist alles um mich herum völlig egal. Хорошо, теперь давайте вернемся к Руфе. Und weiterhin kehren wir zu Ruth. Это уникальный zurück. Случай. Das ist ein sehr unikaler да. Zustand. Этот случай составляет исключение из правил Божьего закона. Это исключение из Божьих правил. Das ist eine Ausnahme in Gottes Geboten. Да. Руф принимает решение. Ruth hat eine Entscheidung getroffen. Она делает выбор. Sie macht eine Entscheidung. Я буду идти с Наэминью.
Ich möchte mit Noemi sein. Я принимаю ее народ как свой народ. Ich nehme ihr Volk an als mein Volk. И я принимаю ее Бога как своего Бога. Und ich nehme ihren Gott als meinen Gott an. То есть, когда ушла Орфа, als Orpha die andere Schwiegertochter wegging, она тоже выбирала. Hatte sie auch die Wahl? Она могла остаться тоже. Sie hätte ja auch bleiben können. Но Орфа вернулась домой. Aber Orpha ging nach Hause. И там сказано, к своему Богу. Und es steht dort geschrieben, zu ihrem Gott. К своему народу. Und zu ihrem Volk ging sie. Там сказано, к своим богам. Es stand sogar geschrieben, zu ihren Göttern. И Орфа пропадает. Und Orpha verschwindet. Мы ничего больше о ней не знаем. Wir wissen nichts über sie. Она нигде не всплывает на страницах Священного Писания. Sie taucht weiterhin nicht mehr in der Bibel auf. Как у нее сложилась судьба? Wie ihre Zukunft aussah, ob sie glücklich war, hatte sie wieder geheiratet, hatte sie Kinder. Может, ее на какой-то пьяной дискотеке в следующий вечер зарезали. Vielleicht wurde sie umgebracht am nächsten Morgen von jemandem. Мы ничего о ней не знаем. Wir wissen gar nichts über sie. А Руф делает выбор. Aber Ruth trifft eine Entscheidung. Наемень, моя подруга. Noemi ist meine Freundin. Мой народ, твой народ, мой народ. Dein Volk ist mein Volk. Твой Бог, мой Бог. Dein Gott ist mein Gott. И когда она делает этот выбор, und wenn sie diese Entscheidung trifft, если вы замечаете, это никуда. Das, wenn ihr es gemerkt habt, das ist nicht einfach irgendwohin, sondern es ist mit wem? С Руфью. Mit Ruth. Наемень. Noemi. И Руф с Наеменью. Und beide miteinander sind gegangen. И вот с этого начинается ее счастливое будущее. Ab diesem Zeitpunkt beginnt ihr glückliches Leben. Она приходит в землю Израиля. Sie kommt in das Land Israel. У них ничего нет. Sie haben gar nichts. Они голодны. Sie sind hungrig. В это время начинается жатва ячменя. Und es beginnt die Erntezeit. И она делает правильный выбор. Und sie trifft wieder die richtige Entscheidung. Я иду подбирать колосья. Ich gehe und sammle die Felder nach Ehren ab. Она делает выбор в сытое будущее. Sie macht eine Entscheidung, um sich zu sättigen in der Zukunft. Они могли просто эту зиму не пережить. Es hätte ja sein können, dass sie den Winter nicht überstanden Но hätten. Она пошла. Aber sie ist hingegangen. С кем? Mit wem? Наемень благословила. Noemi hat sie gesegnet. И Бог споспешествует. Und Gott ist ihr gefolgt. Да, Бог помогает. Gott hat ihr geholfen. Она собирает колосья. Sie sammelt diese Ehren auf. И казалось чуть-чуть. Und es schien ein bisschen zu sein. Она собрала очень много. Sie hat aber viel gesammelt. Она собрала ефу. Sie hat ein Effa gesammelt. Да. Это приблизительно 40 литров. Das sind ungefähr 40 Liter. Кастрюля такая, 40 литров. So ein Riesentopf, 40 Liter. Вы в такой кастрюле еду не варите? Habt ihr mal 40 Liter Topf zum Kochen benutzt? Нет, да? Nee. Вот. А она собрала 40 литров. Und sie hat so viel gesammelt. И так несколько дней. Und das mehrere Tage lang. Она обеспечила себя. Sie hat sich versorgt. И свою свекровь. Und ihre Schwiegermama. Они сытыми стали. Sie wurden satt. Вопрос с кем? Die Frage ist mit wem? С Богом. Mit Gott. То есть, понимаете, вот когда делается правильный выбор, wisst ihr, wenn ihr die richtigen Entscheidungen и она trifft, управляет своим выбором, so lenkt sie ihre Entscheidung. Здесь сказано, hier steht geschrieben, я встану и пойду. Ich stehe auf und gehe. Я не буду сидеть, ich werde nicht sitzen, пока Jobcenter что-то припишет. Bis das Jobcenter mir Geld zahlt. Я встану и пойду. Ich stehe auf und gehe. Я возьму метлу. Ich nehme den Besen. Я возьму веник. Ich nehme die Schaufel. Я буду пылесосить. Ich nehme den Staubsauger. Я буду посуду мыть. Ich werde Geschirr Я буду waschen. Что-то делать. Ich werde etwas Я встану tun. И пойду. Ich stehe auf und werde Но arbeiten. С кем? Mit wem? С Богом. Mit Gott. И управляя своим будущим, und dadurch lenkt sie ihre Zukunft. Руф становится счастливой. So wird Ruth glücklich. Ты много видел голодных, счастливых людей? Hast du viele hungrige, aber glückliche Leute Худой, gesehen? Schlanke, и счастлив. Aber glücklich. Такого не бывает. Also im Sinne von mager und glücklich gibt's nicht. Дальше. Она делает следующий шаг. Und sie macht den nächsten Schritt. Она приходит к Воозу. Sie kommt zu Boas, который уже наелся, напился, der schon gegessen und getrunken hat и лег спать. Und sich schlafen gelegt hat. Она легла у его ног. Sie kommt und legt sich zu seinen Füßen. Это смирение. Das ist Demut. Это покорность. Sie hat sich gedemütigt vor ihm. Она пришла, sie kam, чтобы сделать свой выбор.
um ihre Entscheidung zu treffen. В светлое будущее. In die helle Zukunft. Она не хочет быть одинокой. Sie möchte nicht allein sein. Она хочет иметь семью. Sie möchte eine Familie haben. И она хочет иметь детей. Und sie möchte Kinder haben. И она сделала правильный выбор. Und sie hat die richtige Wahl getroffen. И пошла. Und ist gegangen. И она стала женой. Und sie wurde die Frau von Boas. И она родила ребенка. Sie hat ein Kind geboren. И этот ребенок Und dieser Sohn стал кем-то великим. War etwa, jemand Großes. Он стал прадедушкой Давида. Und er wurde der Uropa von David. Наимень вошла в родословную Иисуса Христа. Und Noemi ging ein in das Ruth ging ein in die Geschlechterregister von Jesus. Матфея 1 глава 5 стих. Matthäus 1, 5. Соломон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Salomon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Вооз родил Авида от Руфи. Obed aber zeugte Isai. В чем состоит парадокс? Wo ist das Paradox? Во Второзаконии, 23 глава, 3 стих. Im 5. Mose 23, 3. Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне. Ein Bastard darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die zehnte Generation von ihm soll nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Я не знаю, почему написано десятое поколение. Ich wusste nicht, warum hier steht das zehnte Geschlecht oder zehnte Generation. Я думал, что через 10 поколений все-таки может войти. Ich dachte, vielleicht nach 10 Generationen kann das der Fall sein. Но книга Неемии. Aber im Buch Nehemia. Неемия 13:1. 13:1. В тот день читано было из закона Моисеева вслух народа и найдено написано в ней: Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божье вовеки. An jenem Tag wurde aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte für ewig. То есть в общество Господне Моавитянин не может войти вовеки. Das heißt, in die Versammlung Gottes konnten Moabiter auf ewig nicht eingehen. А кто Руф? Wer ist Ruth? Моавитянка. Eine Moabiterin. А как это? Und wie kann das sein? Это исключение. Das ist ausgeschlossen. Исключение по вере. Ausgeschlossen durch den Glauben. Исключение, потому что сильная женщина. Sie ist eine starke Frau. Потому что умеет управлять своим будущим. Sie kann ihre Zukunft lenken. Вот поэтому и счастлива. Darum wurde sie glücklich. Она стала прабабушкой Давида. Sie wurde die Uroma von David. И она вошла в родословную Иисуса Христа. Ging ein ins Geschlechterregister von Jesus. Когда мы читаем родословную Иисуса Христа, Und wenn wir diese Geschlechterregister lesen, там перечисляется всего 4 женщины. Es werden nur 4 Frauennamen genannt. Такое впечатление, что в Ветхом Завете только мужики рожали. Es kommt uns der Eindruck, als hätten nur Männer die Kinder geboren. Да. Да. И из этих 4 Und von diesen 4 Frauen, 2 язычницы. 2 waren Heiden. Да. И одна из них Моавитянка. Und eine von ihnen eine Moabiterin. Das ist Ruth. Когда мы делаем правильный выбор, Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, никуда, nicht wohin, а с кем, mit wem, мы управляем своим будущим, lenken wir unsere Zukunft. И впереди счастливое будущее. Und vor uns eine glückliche Zukunft. Мы становимся счастливыми людьми. Wir werden glücklich werden. Не только тогда, когда мы дойдем. Nicht nur dann, wenn wir das Ziel erreichen. Счастье приходит сразу. Sondern das Glück kommt sofort. Избрала Наимень и ее Бога. Sie hat Noemi und ihren Gott erwählt и сразу перестала голодать. Und hat sofort aufgehört zu hungern. И сразу вышла замуж. Und hat sofort geheiratet. И родила ребенка. Hat einen Sohn geboren. Все стало прекрасным. Alles wurde wunderbar. Она пришла как рабыня подбирать колосья. Sie kam wie ein Knecht, um diese Ehren aufzusammeln. И через короткое время. Und kurze Zeit später. Стала хозяйкой этого поля. Wurde sie die Hausherrin dieses Feldes. Приватизировала землю. Sie hat dieses Land erworben. То есть это успех. Das ist Erfolg. Раньше, кто имел много земли, считался богатым человеком. Früher jemand, der viel Land besitzt hatte, der war als reich galt er. Да и сейчас тоже так. Auch jetzt ist das dasselbe.
Если в вашем городе кто-то имеет гектар земли, wenn jemand einen Hektar Erde besitzt in Schweinfurt, ist das ein Millionär. У нас точно так. Bei uns ist es genauso. То есть она стала хозяйкой поля. Sie wurde die Herrin dieses Feldes. Сколько там можно построить заправок и супермаркетов? Wie viele Supermärkte und Einkaufszentren kann man dort bauen? Хорошо. Галатам 1 глава, 15 стих. Galater 1, 15. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал язычникам Его, я тогда не стал советоваться с плотью и кровью. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleib an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündige, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Я сказал вначале, что мы имеем свободную волю. Ich habe zu Beginn gesagt, dass wir einen freien Willen haben. Бог избрал Павла. Gott hat Paulus erwählt. А Павел Бога изберет? Wird aber Paulus Gott erwählen? Так принято. Es ist so angemessen. Парень выбирает себе девушку. Ein Mann wählt auch für sich eine passende Frau. Предлагает выйти замуж. Bietet ihr an zu heiraten. Но девушка что же избирает? Aber die Frau hat ja auch eine Wahl. Девушка же может отказать. Sie kann ja sagen, nö, ich möchte dich nicht. Это печально. Das ist traurig. Но такое часто. Aber das passiert oft. Бог избрал Gott Павла. Hat Paulus erwählt. А Павел Бога изберет? Wird aber Paulus auch Gott erwählen. И Павел говорит, und Paulus sagt, когда Бог избрал, als Gott mich berufen hat, я с душой, bin ich mit Seele и с телом und Körper, не советовался. Habe ich mit Seele und Körper nicht Rat gehalten. Я подчинил свое тело, ich habe meinen Körper gedemütigt, свои чувства, meine Gefühle, свои эмоции, meine Emotionen, свой разум, meinen Verstand, свою волю, meinen Willen. Я подчинил, habe ich Gott unterworfen, своему духу, dem Geist Gottes, и пошел проповедовать. Und bin gegangen und habe gepredigt. И вот поэтому стал счастливым человеком. Und darum wurde er ein glücklicher Mensch. Павел правильный выбор сделал. Paulus hat die richtige Entscheidung getroffen. Есть сезоны в выборе. Es gibt verschiedene Saison, Möglichkeiten in unserer Auswahl. Бог в определенное время избирает. Zu einer bestimmten Zeit erwählt Gott. И для определенного времени. Und für eine bestimmte Zeit. Я встречал много людей, und ich habe schon viele Menschen getroffen, которые мне говорили, die zu mir gesagt haben, Бог мне сказал, что я буду пастором. Gott hat mir gesagt, ich werde Pastor. Прошло 15 лет. 15 Jahre vergehen. Я говорю, ну как? Und ich frage, und, wie läuft's? Пока ничего. Naja, noch nichts. Но я верю. Aber ich glaube dran. А когда сейчас встречаю, und wenn ich sie jetzt treffe, он немножко старше меня. Er ist etwas älter als ich. Он говорит, никем не стал. Bin keiner geworden. И уже не верю. Und ich glaube auch nicht mehr dran. Ну понятно. Ja, klar. Есть сезоны. Es gibt eine Saison, ein Zeitpunkt. В конце своей жизни am Ende des Lebens, Павел говорит, подвигом добрым я подвязался. Hat Paulus gesagt, einen guten Weg bin ich gegangen. Павел говорит, это я подвязался. Er hat gesagt, ich bin это diesen я принял решение. Gegangen. Ich habe diese Entscheidung я взял getroffen. Свой жребий от Бога. Ich habe von Gott angenommen. Я пошел. Und bin gegangen. А теперь мне готовится венец жизни. Und jetzt werde ich den Kranz des Lebens который ernten, Бог даст мне. Den Gott mir geben wird. Он говорит, впрочем, не только мне. Und nicht nur mir. Всем, кто возлюбил alle, die Бога. Gott lieb gewonnen haben. Везде, где я прослеживаю жизнь апостола Павла, überall, wo ich im Leben von Apostel Paulus forsche, Павла этапируют в Рим на корабле. Er wird nach Rom verlagert mit dem Schiff. Деяния 27 глава Деяния. Деяния. Апостолгеschichte 27. Да. Павел управляет ситуацией. Und Paulus hat die ganze Situation unter Kontrolle. Ни сотник, ни командир корабля не управляют ситуацией. Nicht mal der Schiffsherr konnte diese ganze Situation beherrschen. Павел управляет. Paulus hatte sie im Griff. И благодаря управлению Павла, und durch die Lenkung von Paulus, все остаются живы, wurden alle am Schiff lebendig, спасены. Und wurden errettet. Есть сезоны, есть выбор. Es gibt immer den Zeitpunkt und die Wahl. Я заканчиваю. Ich komme nun zum Schluss. Твоей жизнью может управлять. Mit deinem Leben kann lenken. Твой характер. Dein Charakter. Может управлять твоя зависимость. Deine Abhängigkeiten.
В христианстве сейчас принято, что есть две зависимости. In Christentum ist es jetzt angenommen worden, dass Alkohol es zwei наркоманы. Abhängigkeiten gibt, Alkohol und Drogen. Зависимостей много. Es gibt aber viele Abhängigkeiten. Зависимостей сотни. Hunderte. И от чего ты зависим, ты сам знаешь. Und du selbst weißt genau, wovon du abhängig bist. Я сделал такой эксперимент. Und ich habe ein Experiment durchgeführt. Прихожу домой. Ich komme nach Hause. Идет мексиканский сериал. Es läuft eine mexikanische Serie. Там все мыльно и долго. Alles ist so verwischt und lang. Там все не в тех влюбляются. Jeder verliebt sich in den Falschen. Там вечно что-то происходит. Ständig passiert was. Серия заканчивается на самом интересном. Die Serie endet immer dann, wenn es am spannendsten ist. Да. И вот сидит семья и смотрит сериал. Und die Familie sitzt da und guckt diese Serie. Я говорю, вы зависимы от телевизора? Und ich frage euch, seid ihr abhängig vom Fernsehen? Они говорят, нет. Sagen sie, nö. Я выключил. Ich habe ausgemacht. Они говорят, мы независимы, но зачем ты выключил? Wir sind nicht abhängig, aber warum hast du ausgemacht? Не, нам все равно, но зачем именно сейчас? Uns ist es egal, aber warum jetzt? Я говорю, предлагаю помолиться. Ich schlage euch vor, komm, wir beten. Мы не против, но почему сейчас? Wir haben nichts dagegen, aber warum jetzt? Мы абсолютно свободны. Wir sind frei. Это видно. Das sieht man. Зависимостей много. Man hat viele Abhängigkeiten. И тебя могут ограничивать в выборе счастья любая зависимость. Und dich kann in deinen Erwählungen all diese Sachen können dich beeinflussen darin. Твоим будущим могут управлять другие люди. Andere Menschen können auch für dich deine Zukunft lenken. Твоим будущим могут управлять демоны и бесы. Auch Dämonen und die finstere Welt. И вы знаете, что многими они управляют. Und ihr wisst auch, dass viele von diesen gelenkt werden. Да. Почему сегодня войны? Warum Почему gibt сегодня es Kriege международные конфликты? Und internationale Konflikte. Это не Бог. Das ist nicht Gott. Это бесы и демоны. Das ist der Feind. Нашей жизнью может управлять Бог. Unser Leben kann Gott leiten. И когда мы берем от Бога свою судьбу, Und wenn wir von Gott unser Schicksal annehmen, мы своей судьбой станем управлять. Werden wir es lenken können. И мы станем счастливыми людьми. Und wir werden glückliche Menschen sein. И я верю, что здесь все станут счастливыми людьми. Ich bin mir sicher, jeder von euch wird glücklich werden. И все, кто согласны, сказали Аминь. Und jeder, der einverstanden ist, sagt Amen. Я хочу помолиться за всех вас. Если вы не против, пожалуйста, давайте все встанем. Ich möchte für euch beten, wenn ihr nichts dagegen habt, stehen wir auf. Давайте помолимся. Давайте в очередной раз посвятим свою жизнь Богу. Lasst uns beten und nochmal erneut unser Leben Gott schenken. Чтобы стать по-настоящему счастливыми людьми. Um wirklich glückliche Menschen zu werden. Отец, во имя Иисуса Христа. Vater, im Namen von Jesus Christus мы стоим перед Тобой. Stehen wir vor dir. Мы провозглашаем und wir, rufen Твое господство, deine Herrlichkeit zu, Твою силу deine Kraft и Твою власть und deine Macht над нашей жизнью. Sie ist über unser Leben gestellt. Твое водительство, deine Führung. Пусть Дух Святой möge der Heilige Geist ведет каждого из нас, jeden von uns führen, направляет наши пути, unsere Wege lenken. Мы хотим быть счастливыми людьми. Wir wollen glückliche Menschen sein. Мы еще раз und erneut обновляем свое покаяние. Erneuern wir unsere Buße vor обновляем dir. Свое посвящение. Unsere, Hingabe dir gegenüber. Благослови нас. Bitte segne uns darin. Боже, помоги нам Herr, hilf uns стать счастливыми людьми. Wahrhaft glücklich zu werden. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Во имя Иисуса. Im Namen Jesus Christus. Аминь. Аминь. Хорошо. Данки. Большое Danke. Спасибо пастору Ренате. Vielen Dank für Pastor und Renate. So, dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr habt alle Ja gesagt. Amen. Und vielen Dank für deinen Dienst und für deine Übersetzung. Herausragend, Anna, vielen Dank. Das ist ein ganz kostbarer Dienst. Ja, und Heiliger Geist, danke, dass du unser Leben hast, dass wir dir gehören, Herr, und dass du uns immer wieder daran erinnerst. Wir treffen jeden Tag oft Entscheidungen, Herr.
Und danke, dass du uns führst, dass du unser Leben leitest, Herr, bis ans Ziel, Herr. Dass du uns begleitest. Und dass du uns auch zeigst, wo wir abhängig sind von den falschen Dingen, Herr. Und du hast gesagt, du machst uns frei. Jesus, du hast gesagt, deine Wahrheit und du bist die Wahrheit. Du hast uns berufen, in Freiheit zu gehen, Herr. Ja. Danke, Herr. Und so gehen wir jetzt in die Woche. Und ja, und ich wünsche euch alle einfach auch den Schutz des Herrn für uns und für unsere Familien und dass wir eine gute Woche haben, dass wir glücklich sind, so wie wir es gehört haben, weil wir gehen mit Jesus. Amen. Und ich möchte zum Schluss noch ganz kurz das Opfer segnen, das habe ich vorhin vergessen. Das ist ganz wichtig, da stehen ja am Ausgang die Körbchen und ich finde es immer ganz einfach. Hast du diese Bereitschaft, du hörst in dich rein, Jesus ist ja in dir, der Heilige Geist, ja, was soll ich geben, soll ich was geben und wie viel? Und dann machst du es einfach. Und dann diskutier nicht, sondern mach es einfach. Genau, und so ist es auch in unserem Alltag. Frag den Herrn, wo geht's lang, rechts oder links oder ja, wo soll ich mich aufmachen? Und so seid gesegnet, ihr Lieben, und danke, dass ihr alle da wart und eine gute Woche euch. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert. Oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.